Ein Tag in London mit Marcel. Das erste Mal heute hier? Nee, war schon mal in London. Ja? Ja. Aber hast nichts gesehen? Richtig. Ja. Ja, also, ein Tag mit Marcel in London und das erste Mal, dass er was sieht. Wir machen das volle Touri-Programm und haben heute Abend natürlich noch was Besonderes vor. Bin ganz motiviert. Ja, wir gehen zum Fußball. Ne, heute Abend noch Chelsea. Darauf freue ich mich. Und werden Kai Havertz noch treffen nach dem Spiel, ja, den du ja auch kennst. Jo. Genau. Also seid gespannt, was wir heute so erleben. Und zu erzählen haben wir ja sowieso mal ein bisschen was. Wir werden ein bisschen dumm Tüch sammeln. Natürlich. Also viel Spaß. Ich sag dir ehrlich, am meisten ist immer ungewohnt mit den Autos, falsche Seite. Ja. Wobei ich muss sagen, selber da drinnen zu fahren, ist relativ entspannt. Bist du schon mal links gefahren? Ja, auf Malta. Okay. Malta ist Linksverkehr. Aber nicht mit dem Auto, sondern ich bin mit Moped. Mit dem Moped? Mit dem Moped. Aber dann hast du ja zumindest... Mit Moped-Tour gemacht. Aber dann hast du ja die Erfahrung des Rechtslenkers noch gar nicht gemacht. Nee, die Erfahrung habe ich noch nicht gemacht, da hast du recht, ja. Aber das ist auch, glaube ich, eine Erfahrung, auf die ich auch verzichten könnte. Also kann man, aber das geht schon. Aber das ist wirklich, da merkst du, ne, wie sehr man da im Kopf einfach umdenken muss und alleine abbiegen. Ja? Wenn du am Rechtslenker sitzt und das ist halt so genau das Ding. Ich bin hier schon mal gefahren, aber das ist auch da gibt es Minimum immer eine Situation, die kritisch ist. Das glaube ich dir, wenn ja, du selber fährst. Ne? Ich habe gehört, wir gehen hier mal rein als kleines Dankeschön, dass ich mitgekommen bin. Wenn du dir jetzt eine aussuchen müsstest, Kai, welche möchtest du nehmen? Keine. Das ist ja, nein, du spielst... Nee, keine, weil es ist, kann ich dir einfach sagen, ist absolut nicht meine Uhr. Siehst du an mir... Nein, es geht doch nicht darum. Wenn du dir eine aussuchen müsstest... Wenn ich müsste, ja, so, ich sage genau, jetzt, du nimmst jetzt eine oder du stirbst. So drastisch nicht, aber ja. Boah. Welche würdest du nehmen? Ich finde sie alle furchtbar. Ja? Ich glaube, was würde ich denn nehmen? Ich glaube, die da in der Mitte. Die in der Mitte, die ist auch echt hübsch, ja. Ich würde ich auch wahrscheinlich die mitgehen. Was kostet die? Ist das irgendwas Besonderes? Das ist eine Day-Date. Ich weiß nicht, ob Weißgold oder das glaube ich nicht. Weiß nicht, was kostet so eine? Ein 20, ein 30er? Hey, Marc Gebauer, was kostet so eine Uhr? Schnäppchen. Hm? Naja, bei Marc auf jeden Fall überteuert. Marc, oder? Das habe ich nicht gesagt. Ich habe immer super Schnäppchen bei ihm gemacht. Aber nur im Duftbereich, ne? Wir müssen einmal ganz kurz gucken. Jetzt, wo ich die Zehen neu gemacht habe, einmal zwischen den Zehen? Nee, gar nicht? Guck. Da achtet man jetzt nämlich drauf, wenn man jetzt auch mal die Zähne zeigt. Das war die beste Entscheidung in den letzten 3 Jahren, 4 Jahren für mich selber. Also ich habe viele gute Entscheidungen gemacht, aber so jetzt für einen selber, so Self-Care, ja, war die beste Entscheidung. Wie lange hat das gedauert? Oh, das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr so genau. Der gesamte Prozess, 3 Monate oder so. Das ist alles über Grund oder wie haben wir das gemacht? Ja, hier vorne sind Souvenirs, also raufgesetzt. Und hier hinten, hier haben sie die runtergeschliffen und dann halt Kronen drauf gemacht. Ne? Also das war schon, war leider auch in der Phase in meinem Leben, als ich es gerade gemacht habe, wo zeitgleich auch eine der schlimmsten Phasen für mich war. Weil das war die Phase, wo sich meine damalige Freundin am Valentinstag von mir getrennt hat nach 2,5 Jahren. Weißt du, das hat sie bewusst gemacht, dass sie das am Valentinstag gemacht hat? Das weiß ich nicht. Jetzt im Nachhinein betrachtet, jetzt ist das ja auch schon wieder über 2 Jahre her, glaube ich. Ja, ein Jahr, genau. Und jetzt ist man ja drüber hinweg, hat das alles geklärt und so. Die hat ja auch noch bis vor kurzem in meiner Eigentumswohnung gewohnt. Mhm. Also das heißt, man konnte nie 100% damit abschließen, weil im Hintergedanken war ja immer noch, okay, die wohnt in meiner Eigentumswohnung. Mhm. Ja, ob das bewusst war oder das nicht bewusst. Die ich mal kennengelernt habe, ne?
Ja, genau, richtig. Ja, die hast du mal kennengelernt. Im Nachhinein betrachtet, also oder anders gesagt, damals und lange Zeit danach noch, hat es sich angefühlt wie ein absoluter Tritt in den Magen, am Valentinstag, am Tag der Liebe verlassen zu werden. Du weißt ja, letztendlich ist es nur ein Tag, der uns eine Bedeutung geben soll, obwohl eigentlich man an jedem anderen Tag auch sagen kann, ich liebe dich oder sowas oder Geschenke machen kann. Aber es hat sich lange Zeit angefühlt wie ein Extrastich in die Magengrube. Jetzt im Nachhinein betrachtet, denke ich mir, ja, hätte sie noch extra einen Tag länger mit mir zusammen sein sollen, wenn sie es an dem Tag gefühlt hat, sich zu trennen. Okay. Hast du ihr noch was geschenkt? Am Valentinstag? Okay. Nein, das war schon Wochen davor, hat sich das angedeutet. Okay. Da muss ich auch fairerweise sagen, das werde ich jetzt erstmal auch nicht erzählen. Da waren auch noch andere Faktoren, die eine Rolle gespielt haben, dass sich eine Trennung angedeutet hat. Ja. Aber egal. Ja, du, ich kann da drüber quatschen, ich bin drüber hinweg, so weißt du. Nee, aber Valentinstag ist schon eine Nummer. Ja? Also, ich sag mal so, ne? Also ich würde jetzt mal sagen, man trennt sich nicht am Valentinstag, ohne darüber nachzudenken, dass an dem Tag Valentinstag ist. Weißt du, was am allermeisten mir getan hat? Ich habe mit meiner Oma telefoniert, knapp 6-7 Tage später oder so nach der Trennung. Oder 5 Tage später, ich weiß nicht mehr. Und habe mal zu meiner Oma gesagt, du, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich bin verzweifelt. Und ich war wirklich, das war ja auch genau der Zeitpunkt, wo ich meine Zähne machen lassen habe. Da hatte ich gerade die erste Vollnarkose hinter mir, habe eine Woche nichts gegessen. Vorher, weil ich so mental am Ende war. Und dann hat meine Oma gesagt, Marcel, du hast doch nichts zu verlieren. Fahr doch zu ihr hin und such nochmal das Gespräch. Und ich habe mir von Oma diesen Tipp zu Herzen genommen, bin hingefahren und was habe ich gesehen? In meiner Eigentumswohnung auf dem Parkplatz stand ein anderes Auto. Dann bin ich wieder abgehauen, weil ich nicht wusste, was ich machen soll, weil ich halt gedacht habe, so, okay, vielleicht ist auch gerade irgendwie ist eine Freundin da oder sowas. Ja, und dann habe ich so eine Straße weiter gewartet, um zu überlegen, was ich jetzt machen soll. Und genau in dem Moment sind die beiden Autos die Straße hochgefahren und in dem einen Auto war ein Typ. Das war der Gnadenstoß dann. Ne? Nur mal für die Zukunft. Also erstmal wünsche ich dir, dass du sowas nicht nochmal erleben musst. Ja, wünsche ich mir auch, ja. Aber wenn Oma mal nicht erreichbar ist, kannst du mich auch anrufen. Ich weiß. Aber ich bin auch ein Typ. Ich mache das alles mit mir selber klar. Ich rufe niemanden an. Ah. Aber danke fürs Angebot. Kai, wenn du was hast, kannst du dich auch melden. Ne? Ich bin auch der Filter. Was könnte das sein? Falls du mal einen VIP-Platz im Casino brauchst. Da bin ich der Richtige. Du weißt ja selber, diese ganzen Dinge, über die ich jetzt gerade rede und sowas, da kann ich jetzt locker drüber reden, weil man drüber hinweg ist, aber ich muss auch sagen, am Ende formt es einen zu dem, der man ist. Total. Auch wenn in der Situation damals sich alles scheiße angefühlt hat und ich gedacht habe, das macht alles keinen Sinn mehr, jetzt ein Jahr später, und da sieht man mal wieder, wie die Psyche funktioniert, lache ich darüber und denke mir, ich bin daran gewachsen und bin erwachsener geworden und mein Charakter wurde da nochmal durchgeformt. Aber wenn das nicht so wäre, ne? Also wenn der Mensch so nicht mit Erlebten umgehen würde, könnte man ja in bestimmten Momenten gar nicht weiterleben. Ja. Frauen kommen, Frauen gehen, Männer kommen, Männer gehen. Irgendwann findet jeder den passenden Deckel zu seinem Topf. So. Aber du hast ja nicht aus der Situation heraus die Zähne machen lassen, oder doch? Nein, vorher. Ja. Nein, das war schon vorher geplant. Lustigerweise, sie hat auch nie den geupgradeten Marcel gesehen. Mit neuen Zähnen. Tattoos am Hals, bisschen, ne? Also ich bin ja schon in der Bitte in meinem Leben. Genau. Bin nicht ja schon mehr in meiner Kippe. Prime. Genauso wie du. Ich bin schon in der Second Prime. Bei Kai läuft richtig. Ihr denkt, bei mir läuft. Bei Kai am Flughafen die ganzen Milfs, Gilfs. Ui, Herr Pflaume. Oh, das ist ja ein Foodlooker. Ja. Aber du hast jetzt gerade was gegessen. Foodlooker ist ein Schuhladen. Ja, das war ein Spaß. Hey, wie kommst du denn, Digga? Du hast gesagt, ein Foodlooker, das ist ein Footlocker. Ja, aber soll ich dir erzählen, was das Beste ist, was ich im vergangenen Jahr gemacht habe? Also jetzt schon ein bisschen über ein Jahr her. Was denn? Ich habe mir ja die Augen operieren lassen. Lasern? Nein, nicht lasern, weil ich hatte eine Lesebrille. Ja. Ja, und das hat echt hart genervt. Ne? Brille raus und so weiter. Ne? Brille rein, Brille raus. Und dann habe ich habe mir die Linsen austauschen lassen. Also um die Lesebrille wegzukriegen, wirst du so am Auge operiert, dass die natürliche Linse aus dem Auge rausgenommen wird. Und in andere reingetan wird. Und eine künstliche Linse. Mit so einem kleinen Schnitt. Ja. Ja, ich kenne das. Ja. Ich habe dann ein Gespräch gehabt vor 3 Wochen, wollte ich auch machen. Beste. Aber du hast ja gar keine Brille. Müsste ich aber. Ah.
Kai, bist du's? Das Einzige, was mich so ein bisschen abgeturnt hat, war, dass sie gesagt haben, wenn sie sich die Augen lasern lassen bzw. operieren lassen, muss man 2 Wochen danach alle halbe Stunde Augentropfen nehmen. Ja, das hängt damit zusammen, weil die dir ja auch so Tropfen während der OP reinmachen. Ja, ja, klar. Da werden die Augen so ein bisschen trocken von und so. Und dass man auch nicht die Augen reiben darf. Naja, damit du halt keine Bakterien hast. Ja, ja, ist ja klar, aber da, ich weiß nicht, ob ich mir das zutraue. So, darfst halt mal nicht rumheulen 2 Wochen, weißt du? Ich hab nicht vor zu heulen. Ich habe genau das letzte Mal vor einem Jahr geweint. Ja? Ja. Wegen der eben genannten Geschichte? Ja, ja, ja. Einmal im Jahr weine ich ungefähr, würde ich sagen. Okay. Es sei denn, wir würden uns jetzt im Hotel eine Tierdokumentation angucken, wo wieder irgendein Löwe eine Gazelle reißt, dann heule ich auch. Also ich würde sagen, dass ich, und das ist jetzt kein Vorwurf oder so an die Leute da draußen, aber guck mal, du kennst es ja selber auch, du bist ja auch schon seit Jahrzehnten erfolgreich. Mhm. Und je länger man das macht, desto mehr stumpft man emotional ab. Mhm. Das heißt jetzt, wenn du dich daran erinnerst, nur mal als doofes Beispiel jetzt, keine Ahnung, das erste schöne Auto, was du dir geholt hast, hast du auch Emotionen in dir ausgelöst. Mittlerweile, ne? Ist das immer noch so? Ist das immer noch so? Nee, bei mir gar nicht. Also bei mir löst es auch noch Emotionen aus, aber nicht mehr diese Emotionen wie früher. Habe ich jedes Mal. Nee. Krank. Ich habe ja das Glück, dass ich nun, ich tausche meine Autos jedes Jahr einmal und ich habe jedes Mal wieder Gänsehaut. Aber du kannst mir doch nicht sagen, dass du da die gleichen Empfindungen hast, wie als du dein erstes eigenes Auto hattest oder dein erstes teureres Auto. So, was machen die denn da, die Pflaumpflücker? Die stimmen, glaube ich, ihre Instrumente. Nachdem ich in den Westen gekommen bin, als ich mir da mein erstes Auto gekauft habe, das war natürlich irgendwie was super Besonderes. Oder nehmen wir als anderes Beispiel, die ersten 10.000, die du verdient hast und auf dein Konto gekommen sind, haben sich auf jeden Fall anders angefühlt als jetzt 10.000, die auf dein Konto kommen. Ja. Du weißt, worauf ich hinaus will. Ja. Man stumpft einfach emotional ein bisschen ab. Nee, ich würde es nicht abstumpfen. Denn. Also, weißt du, das Ding ist einfach so und ich glaube, das ist eine Frage so ein bisschen, wo man herkommt und es ist ja ein großer Unterschied, ob du jetzt zum Beispiel Geld geerbt hast oder aus vermögendem Hause kommst oder ob du dir das, was du hast, erarbeitest. Ne? Ja. Und für mich ist heute noch so, dass ich, glaube ich, ein sehr besonderes Verhältnis zum Geld habe, weil ich immer weiß, was ich dafür getan habe. Und das ist ein großes Privileg, mir geht's gut. Ne? Und gut heißt für mich, ich kann spontan auch Dinge machen, kann mir Dinge erlauben, muss vielleicht nicht darüber nachdenken, ob ich jetzt einmal oder zweimal Urlaub im Jahr mache. Aber ich würde nie Kohle zum Fenster raushauen. Also ich würde jetzt nie wetten. Ich werde auch nicht. Nee, ich sag jetzt mal. Ne, ja, also so, das ist eine Unterstellung. Ja, nein, ich sag jetzt mal so Sachen wie, ich habe ja gar nicht über dich gesprochen. Ne? Also ich würde so. Casino oder so. Das würde ich nie, ich würde nie mit Geld spielen. Ich auch nicht. Nee, so gut. Ja, sollte man auch sowieso nicht machen. Nein, aber sowas, weißt du, so, dafür habe ich ein viel zu... Du hast doch eine gute Beziehung zum Geld. Bei mir ist es leider ein bisschen anders. Aber gut, man ist ja auch Typ verschieden so. Ja. Ich würde es einfach eher, also vielleicht nicht emotional abgestumpft, sondern auch so Gewohnheit. Und es ist halt auch... Das Level, also natürlich, man bewegt sich dann irgendwann auf einem anderen Level. Das ist ja das, was du meinst, glaube ich auch. Aber ja, ist schon... Ist das hier, nur mal ganz kurz, was ist das für ein Kunstwerk? Ist das von Banksy? Ja, es könnte in die Richtung gehen, ne? Steht das da irgendwo? Nee, aber das ist ja sogar abgezäunt worden. Naja, das ist irgendwie ab. Also die haben was drüber gemacht, damit es nicht weggeht. Guck mal, hier ist auch noch was. Das ist aber so verblasst. Bist du so ein bisschen kunstaffin? Nö, aber Banksy hat man ja schon mal von gehört. Ja. Vielleicht weiß es ja jemand in den YouTube-Kommentaren. Ja. So Leute, erstmal Shoutout hier ans Wetter. Das ist wirklich, es war für den ganzen Tag war heute Regen angesagt. Und jetzt scheint hier die Sonne. Das muss mit dir zu tun haben. Die Sonne lacht. Ja. Ja. Das war, also das Wetter ist schon wichtig und richtig. Ja. In München 19 Grad, Sonne scheint, selbst in Hamburg, Buxtehude, tipptopp. Sonne. Aber jetzt ist hier auch super. Wir haben ja heute noch ein bisschen was vor. Ja. Also erstmal hier ein bisschen Touri-Programm für dich, dass du auch mal was siehst. Ja. Dass du mal rauskommst, was zu erzählen hast. Ja. Ein paar Fotos machen. Ja. Und dann wollen wir noch zum Fußball heute. Ja. Ja? Oh, warte mal. Hier könnte ich mal ein bisschen Unterwäsche shoppen. Musst du noch Geschenke kaufen für jemanden, oder was? Hallo.
Hallo. Wenn wir einmal... Willst du einmal gucken? Wir warten auf dich. Nee, ach egal, scheiß drauf. Viel zu viele Menschen. Aber hier ist ja egal. Ja, aber allgemein zu viele Menschen, nichtsdestotrotz. Aber das ist wirklich nicht voll, ne? Also da gibt es ganz andere Zeiten. Glaube ich dir, ja. So an Ostern zum Beispiel, ne? Oder so, ne? Also so typische Reisewochenenden oder ja. Wenn irgendwie Ferien sind, was meinst du, was dann hier los ist? Ja. Das ist halt so Piccadilly Circus, so ein bisschen wie Times Square New York. Aber Times Square New York ist deutlich größer noch, ne? Ja, ja und noch mehr Werbung so überall drumherum und so, ne? Oh, sieht ja ganz schick aus. Aber was soll man hier machen? Shoppen wahrscheinlich auch, ne? Oder? Ja, hier ist ja also Soho, ist so ein Stadtteil, wo viele Cafés, Bars, kleinere Läden und so sind. Worauf ich mich ehrlicherweise wirklich freue, ist mit der Bahn zu fahren. Da habe ich mal Bock drauf. Ja, geht's dann hier direkt runter, oder? Genau, gehen wir gleich runter und dann da gehen wir dann schön mit der Metro, fahren wir zur Tower Bridge. Wow, geiler. Das wäre nichts für dich, oder? Du hast doch gestern gesagt, siehst du den Typen da oben? Oh, nee, Digga. Da würde jetzt die, da würde ja, der, die, der da würde die Höhenangst diesen, durchschallern. Der Bruder macht diesen anderen Freestyle. Tiger. Aber ich glaube, der hängt am Kran, oder? Ja, egal. Der Bruder macht aber einen anderen Freestyle, sage ich ehrlich, so wie es ist. Wie heißt das hier, wo wir sind? Piccadilly Circus. Piccadilly Circus, genau. Mhm. Ja. Lass Bahn fahren. Lass Bahn fahren. Ja, ja. Hab Bock drauf. Oh. Machen wir. Fahren wir ins Metro und dann Tower Bridge. Was ist das? Das ist die berühmte Brücke, dieses Wahrzeichen von London, die mit den zwei großen Türmen. Ja, gucken wir uns an. Hast du bestimmt schon gesehen. Bestimmt, ja. Hast du bestimmt schon gesehen. Hm? Weißt du, worauf ich mal richtig Bock hätte? Auf eine Tour durch Amerika mit dem Auto, so weißt du? So einfach 2-3 Wochen nur Freestyle fahren. Roadtrip? Ja, so ein Roadtrip, genau, richtig. Ja. Können wir nächstes Jahr machen. Ja. Guck mal hier, ich erinnere mich, weißt du, was wirklich verrückt ist? Was denn? Als wir uns das erste Mal getroffen haben, ne? Als wir das erste Video gedreht haben, ne? Ja. Da hast du noch gesagt, oh, diese ganzen Reisen und weit weg und das alles war alles ganz, ganz furchtbar für dich in der Vorstellung. Ja. Und jetzt kommst du hier mit... Fühle ich genau noch so. Aber jetzt kommst du mit USA und Roadtrip und... Naja, das eine ist, was ich cool finde und das andere ist, was ich dann auch wirklich machen würde. Okay. Aber auch da nochmal zurück. Seit ich auch mir die Zähne machen lassen habe, ist das irgendwie, weiß nicht, andere Motivation. Also Reisen finde ich immer noch primär scheiße, weil ich einfach am liebsten zu Hause bin. Aber ich bin auf jeden Fall bereit dazu. Vor 1,5 Jahren, 2 Jahren wäre ich auf gar keinen Fall hiermit hergekommen. Auf gar keinen Fall. Was, wenn du jetzt sagst, Amerika Roadtrip, Route 66, sowas? Oder mehr so diese Nationalparks und Zeug? Am geilsten wäre einfach, einfach Freestyle durch Amerika zu fahren. Gar nicht mit einem großen Ziel, einfach ein schönes Auto oder mit einem Wohnmobil. Mhm. Und einfach mit einer Kreditkarte oder so, wo du halt ein Limit hast und dann einfach durch die... Wo du kein Limit hast. Hab ich gesagt, wo ich ein Limit habe? Nein. Ja, muss ja ein Limit, sonst fahre ich nämlich straight nach Las Vegas. Ah, das ist okay. Ja? Okay. Oh ja. Gut, lass in den Untergrund. Jetzt sagt's Untergrund. Aber da hätte ich ein paar gute Ideen für ein paar Trips. Es ist erstaunlich, wie sauber das ist, Digga. Das, also in Hamburg oder so, wäre dir hier alles zugewichst. Wann bist du denn das letzte Mal in Hamburg in der U-Bahn-Station gewesen? Naja, ich sehe, schon länger her. Ja. Guck mal, es fängt ja schon mal damit an, dass du jetzt gar nicht wüsstest, wo man hier ein Ticket löst. Ich würde schwarz fahren. Willst du ein Ticket ziehen? Wie nennt man die Dinger? Metro? U-Bahn? Underground. Underground, jetzt also geht's. Also ansonsten U-Bahn, ja. Jetzt geht's in den Underground. Siehste, haben es geschafft. Nachdem wir 3 Stunden Bahn gefahren sind. Ach komm, hör doch auf. Und uns ständig verfahren haben. Hm? War doch nett. Aber was ist das jetzt hier? Tower of London. Der Chilton da drin. Da liegen die Kronjuwelen.
Das, also nicht deine, sondern die von der. The Tower of London. Yes. Arschlecken. Da leben die. Da gibt es 6 schwarze Raben im Tower of London. Aha. Die königlichen Raben. Mhm. Und nur solange die da sind und da zusammen sind, wird auch die Monarchie bestehen, so sagt die Legende. Ich habe auch 2 Raben bei mir im Garten. Und da gibt es auch einen echten Raven Master, der dafür verantwortlich ist, dass es denen gut geht. Weißt du, was ich mir gerade vorstelle, Kai? Wie ich einfach so richtig geil den Wasserhahn laufen lasse und lospisst. Kai muss schon seit einer Dreiviertelstunde übelst strullern. Aber so sehr. Ich gebe dir einen Cheeseburger aus, wenn du jetzt hier einfach lospisst. Für einen Cheeseburger? Hallo. Du hast doch vorhin was von Bodenständigkeit und Glücksgefühl erzählt. Ein Cheeseburger kann viel in dir auslösen. Ja, aber der muss schon sehr gut sein. Oh, mir tut alles weh, Mann. Füße, Rücken. Du hast dich das letzte Mal so viel bewegt an einem Tag. So unterwegs wie jetzt? Gamescom. Oh, schwieriges also Thema. Also ich bin schon viel unterwegs, aber nicht viel zu Fuß. Schwieriges Thema. Wieso? Wieso schwieriges Thema? Oh, das. Möchtest du wirklich wissen, was ich über den Auftritt gedacht habe? Ja. Das war ein Rückfall in alte Zeiten. Wieso? Es war gar nicht nötig, da so den Larry zu machen auf der Gamescom. Hä? Hm? Ich habe doch gar nichts auf der Gamescom gemacht. Wie viele Bodyguards hast du dabei und so? Und 35. Naja. Nee, den Schuh lassen wir jetzt aber nicht anziehen. Erzähl mal. Erzähl ich mal bin zur Gamescom gegangen und wir hatten 6 bis 7 Securities dabei. Ja, warum warst du denn überhaupt da? Weil ich fast jedes Jahr da war. Und okay. Und hast du auch nicht vorher im Stream aufgerufen, dass die Leute da nein, waren? Nein, nein. Ich habe gesagt, ich mache einen IRL-Stream von da. Okay. Ich wusste aber nicht, dass die Leute... Du wusstest nicht, dass das verboten ist? Nein, das war nicht verboten. Nein, das ist nicht verboten. Nee? Ich wusste aber nicht, dass die Leute wie Bekloppte 3 Stunden hinterherlaufen, um nichts davon haben. Stabil. Sehr gut. So. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, viel Spaß euch noch. Ciao, ciao, ciao. Ich möchte aber noch mal ganz kurz festhalten. Ne? Ach so, du wolltest noch mal zur Gamescom zurückkommen. Das war auf gar keinen Fall ein Rückschritt. Okay. Rein, also Rückschritt meinst du so vom Image und sowas, meinst du oder was? Ja, nee, ich hatte so ein bisschen, ich kann ja nur sagen, welches Bild das für mich vermittelt hat. Ne? Und für mich hat das so ein bisschen das Bild vermittelt, dass du so ein bisschen auf dicke Hose gemacht hast. Weißt du, weil das war ja schon ein sehr fetter Auftritt. So und mit dem ganzen Drumherum und so. Und da habe ich so gedacht, so, ach guck mal. Eigentlich, wenn ich es jetzt so runterbreche, hatte ich so gesagt, ach, das hat er gar nicht nötig. Oder hat er gar nicht mehr nötig, sich so feiern zu lassen. Also ich sag dir ganz ehrlich, Kai, und du weißt, aus meinem Mund kommt kein Lügen. Nee, ich hätte niemals gedacht, dass das so da eskaliert. Das war aber auch natürlich, ich glaube, das war ja 2022. Mhm, 2021 und 2020 war Gamescom geschlossen wegen Corona. Mhm, weiß, ja. 2019 war ich nicht da. Ich war das letzte Mal 2018 da. Mhm. Und da bin ich auf der Gamescom rumgelaufen, zwar nicht mit einem Kamerateam, aber bin auch rumgelaufen und da war auch schon, dass die Leute Fotos machen wollten und hinterhergelaufen sind. Aber das, und das meine ich wirklich so, dass die Leute, und das habe ich wirklich nicht gedacht, dass die Leute penetrant über Stunden einem hinterherlaufen, hätte ich niemals gedacht. Weil sie sind ja gar nicht zum Erfolg gekommen. Ich habe ja gar keine Fotos gemacht. Aber du weißt doch, was du für einen Hype auslöst. Ja, natürlich, aber ich wusste trotzdem nicht, dass die... Du wusstest nicht, dass es so eskaliert. Dass sich so eine Menschentraum bildet. Aber dass dein Auftritt da nicht ohne Folgen bleibt. Und ich weiß ja selber auch, umso größer der Rahmen, ne, umso auffälliger ist es natürlich dann auch. Selbstverständlich. Mhm. Aber es hätte einen Unterschied gemacht, aber keinen zu großen, wenn ich ohne Kamerateam längst gelaufen wäre. Egal, wie ich über die Gamescom gelaufen wäre. Es wäre auf jeden Fall so oder so Menschentraum gewesen. Gehst du dieses Jahr wieder? Auf jeden Fall. Und wie gehst du es an? So wie letztes Jahr. Ja? Bloß mit Air Security. Aber dann weißt du ja, dass noch mehr passiert. Es ist ja nichts passiert. Außer, dass die Leute wie Idioten hinterhergelaufen sind. Und das kann ich denen ja nicht verübeln. Ich bin ja auch nur ein Mensch, ich will auf die Gamescom gehen. Und ich will da auch meinen IRL-Stream machen. Das ist ja auch in gewisser Art und Weise mein Beruf.
Und wenn das heißt, dass ich mit 35 Security da längs laufen muss, um für Sicherheit für mich, aber auch für die Leute um mich herum, dann mache ich das. Aber du könntest ja auch irgendwo hinten reingehen. Und dann ja, aber was soll ich, wie ein Gefangener meines eigenen Körpers über den Hintereingang auf die Gamescom gehen, da 5 Stunden sitzen und dann aus dem Hintergang wieder raus? Ich will ja auch was sehen. Ich bin ja auch jemand, der was sehen möchte dort. Ja. Nee, ist ja gut. Ich möchte ja auch was erleben, Kai. Ja. Nee, ich wollte ja auch nur mal so ein bisschen wissen, was so dein Gedanke dazu war. Mein Gedanke war, dass das sehr zum Teil auch ein bisschen beängstigend war. Aber nicht, weil wir das nicht unter Kontrolle hatten, sondern weil die Leute halt einfach keine Scham haben, auch mal einfach zu realisieren, okay, das ist jetzt hier ein Punkt, wo ich einfach wieder umdrehe und gehe. Aber es ist ja genau so, ne? Die Leute gehen ja auf die Gamescom, um ihre quasi Idole zu sehen. Leider, zu erleben, ja. Ne? Gamescom war mal eine Spielemesse, ja. Ne? Und keine YouTuber-Treffmesse. Aber letztendlich ist es etwas, wo ich trotzdem auch hingehen möchte, alleine schon, weil ich da viele Kollegen treffe. Und ja, der EA-Stream als solches ist ja ein geiles Projekt. Ich habe ja Bock, EA-Stream zu machen, auch von der Gamescom. So, der EA-Stream letztes Jahr war ja nicht angesetzt, wir laufen wahllos durch die Gegend, sondern eigentlich war der EA-Stream angesetzt, dass wir auch mal richtig Stände besuchen. Da haben wir 1-2 Stück, aber viele Stände haben direkt gesagt, nee, ihr braucht gar nicht kommen mit dieser Menschenmenge. Kein Abriss bei uns. Nee. Also kann man ja mal, wir können ja noch mal 2-3 Bilder zeigen, dass man auch eine Idee hat, worüber wir gerade geredet haben, weil es war schon extrem, was da los war. Ja, das stimmt, da hast du recht, ja. Würde ich schon so sagen. Es war eine noch nie so dagewesene Situation, auch für mich. Ja. Hab schon viel erlebt, aber Gamescom war. Monte, 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 Monte. So, jetzt bin ich ja vorbereitet. Letztes Jahr war es ja unvorbereitet, dieses Jahr bin ich vorbereitet. Dann nehmen wir halt 40 Securities oder 50 Securities mit. Wenn die Gamescom sowieso sagt, nee, dieses Jahr, Herr Eris, dieses Jahr bitte kein EA-Stream, dann sage ich, okay, kein Problem. Aber die Gamescom selber hat letztes Jahr gut mit uns zusammen mitgearbeitet, haben nochmal Security von sich auch bereitgestellt und haben am Ende auch meines Wissensstands durchblicken lassen, dass wir es eigentlich ganz cool fanden, dass sie sowas noch nicht erlebt haben. Und letztendlich war es ja auch einfach dann auch gute Presse für die Gamescom, weil jeder darüber geredet hat, wie viele Menschen da waren und mir hinterhergelaufen sind. Das Wichtigste ist, dass niemand verletzt worden ist. Das stimmt. Ne? Und aber das, da gab es ja auch, es gab ja Leute, die gesagt haben, es ist am Rande und so weiter, weil wenn so Massenaufläufe sind, ist ja immer nicht ganz ungefährlich. Ne? Das stimmt, wie viel Wahrheit hinter diesen Aussagen steckt und nicht, kann man nicht nachvollziehen. Ich habe ja schon mal gesagt, falls da mal, da ging es ja auch, ich kann das ja offen und ehrlich ansprechen, da ging es ja dann auch um homophobe Aussagen, die Leute getätigt haben. Wenn wirklich Leute in dieser Menschentraube, wo hunderte Menschen einem hinterhergelaufen sind und irgendein Idiot da hinten, irgendwelche Leute, die sich geküsst haben, die homosexuell sind, beleidigt haben, dann ist es natürlich ganz klar etwas, wovon ich mich distanziere und auch nicht Teil meiner Community zähle. Ich glaube, ich bin, also man kann mir viel nachsagen, aber dass ich mich für Gleichberechtigung und Leute einsetze, die anders sind, für viele, für mich aber nicht, nämlich indem sie einfach Männer lieben, Frauen, die einfach, ne, du weißt ja, was ich meine, da habe ich mich immer stark für gemacht. Da war ich immer offen für und habe gesagt, ey, lass die Leute so machen, wie sie Lust haben, solange sie niemanden verletzen und sich strafbar machen, soll jeder das lieben, was er möchte. Und wenn da irgendein Arschloch hinten, 400 Meter weiter, irgendwas gesagt hat, da tut mir leid, da habe ich keinen Einfluss drauf und den zähle ich auch nicht zu, als Fan von mir oder sowas. Ne? So. Sei nicht bockig. Wir gehen jetzt rüber. Ein Cheeseburger, wenn du einen Körper machst. Was soll ich denn noch alles für einen Cheeseburger machen? Hier weiß ich ehrlich gesagt... Zwei, wenn du pinkel reinspringst. Hier weiß ich ehrlich gesagt nicht mal, ob es tief genug ist. Nee, ich denke nicht. Ich denke nicht. So, Abfahrt. So, komm ich rüber. Ich habe Hunger. Ja, Hunger. Wo ist denn das jetzt, das Restaurant? Da vorne, wo die schwarzen Schirme sind. Mir tun die Füße weh. Junge, weißt du, warum dir die Füße weh tun? Warum? Weil du festes Schuhwerk trägst. Weil du keine Schlappen an hast. Nee, die Schuhe sind ultra bequem. Also, das ist nicht so, aber ich kann einfach nicht mehr. Ich bin ach, Leute. Am Ende, Kai. Ich brauche jetzt ein bisschen Chiller, Pause. Bisschen wieder. Eine Area zum Runterkommen. Mhm. Also mein Akku, Jungs, ist alle. So, Leute, hier gehen wir jetzt rein. Jetzt heißt Galeria. Ah ja.
The Hornman's at Hayes. Mal gucken, wir müssen einmal schnell aufs Menü gucken, weil du brauchst ja was Vegetarian. Fish and Chips, ist doch in Ordnung. Ich nehme keine Chips. Die haben auch Plant-Based Burger und so zur Not. Ja, gut, lass rein da jetzt. Okay. Und sitzen. Also, wir gehen uns was essen, Leute. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier drin nicht filmen dürfen, deswegen geht gleich weiter, wenn wir gegessen haben. So, wir haben sehr lecker gegessen. Ja, ich war überrascht, war lecker, ja. Also, ich hätte gedacht, dass es schmeckt, aber das Essen ging relativ flott, was ja gut ist. Aber meistens ist ja, wenn es flott geht, ist die Qualität vielleicht nicht so gut. Aber war gut. War auch ein Restaurant, so wenn ich mir jetzt vorstelle, da lief ja jetzt Rugby, glaube ich, im Hintergrund. Mhm. Aber ich stelle mir da so gemütlich mit den Jungs irgendwie was essen kann man und auch Fußball gut, spielen. Ja, sagen, kann, auf man auch gut, kann man auch gut Fußball gucken. Auf jeden, ja. Und du hast ja so ein richtiges Kinderessen gehabt, Macaroni and Cheese. Ist das ein Kinderessen, findest du? So ein bisschen schon. Aber ist doch gut, macht dir nichts. Mag ich gerne, ja. Geile Minis. Bestimmt auch noch irgendeine Tour. Guck dir das an. Schon cool, oder? Marcel? Was? Schon geil, oder? Wenn dir so ein... Das ist ein dickes Ding. Huh? Das ist ein dickes Ding. Da haben bestimmt schon einige Sex drin gehabt. Meinst du? Ja. Ich glaube persönlich, es gab mehr Heiratsanträge, als dass Leute da Sex drin hatten. Ich glaube nicht, dass er... Das stimmt, da hast du recht. Ja. Aber am höchsten Punkt, kurz ganz schnell mal... Man muss aber... Hat schon einen gewissen Kick, Reiz. Ja. Musst du gucken, dass du alleine in der Gondel bist. Da, ja, das ist die Voraussetzung. Oder noch ein Pärchen, was auch mit am Start ist. Oh, hier illegales Glücksspiel. Das gefällt der Landesmedienanstalt überhaupt nicht. Ich habe damit nichts zu tun. Hier ist richtig was los. Hat sich deine Grundeinstellung zum Heiraten eigentlich geändert in den letzten 2 Jahren? Weil das letzte Mal hast du ja gesagt, nicht mal aus steuerlichen Gründen. Ja. Oder hat sich das... Nee, hat sich geändert. Ja? Ja, wenn man die passende Frau findet, dann auch ja. Ja. Ist das auch mit den neuen Zähnen gekommen? Nö, eigentlich nicht. Nee. Aber ist das schön. Apropos neue Zähne, hast du den Zähnen mal essen? Ein bisschen hier unten. Ah, hier? Aber, ja, jetzt. Schöne Grüße auf Deutschland. Danke. Ja, grüß zurück. Jetzt ist weg. Danke, gleichfalls. Das heißt, es ist vorstellbar? Würdest du machen? Du, ich bin jetzt 35. Ja. Kinder? Was? Kinder? Wenn die richtige Frau da ist, ja. Guck mal da. Wir müssen uns regelmäßig treffen. Das ist immer gut, um ein Update zu machen. Willst du mich heiraten? So, komm. Ja, wenn es soweit ist, sag Bescheid, ne? Mit dir, meinst du? Oder nee, insgesamt? Aber dann... Sagst du Kai Pflaume, der Trauzeuge? Nee, aber dann mache ich ihn... Dann hau ich noch mal richtig einen raus, so einen Heiratsantrag. So aller nur die Liebe zählt. Bin ich gespannt, ja. Ne? Dann machen wir mal... Dann lassen wir richtig einen krachen. So mit Helikopter und Rosenblättern und brennendem Herz und... Ja, das könnte irgendwann passieren. Bis jetzt bin ich nur liiert mit meiner rechten Hand. Schon lange. Die ist auch noch nie fremdgegangen. So ein Schwitze. So Leute, jetzt geht's zum Fußball. Wir können uns noch eine Menge angucken, aber wir haben keine Zeit. Wir müssen pünktlich im Stadion sein. 17:30 ist Anstoß. Machen wir uns jetzt auf den Weg hin. Komm mal, Sam, wir müssen noch ein Bild machen. Oh, nee, ne? Wie? Kennst du doch mit der... Nee, mit das der will ich nicht. Habe ich keine Lust zu. Das ist zu doof. Komm. Ist dir peinlich? Nee, das sieht einfach doof aus. We was broke back then, but never been back. Ay. Yeah, remember what the people said. Anything for the bread. In jail or dead. Triple shot to the head. Ain't believe in the kid. Never seen what I did. Ah, so, da sind wir. So, Abfahrt, komm. Schnell für die FC. So, wir müssen mal irgendjemand fragen, wo wir hin müssen. Hey! Where are you guys from, Everton? Ja, tschüss. Warst du eigentlich schon mal beim Premier League? Noch nie. Ja. Dein Tipp? 3-0 Chelsea, 2 Tore Havertz.
Würde dir schmecken, ne? In jeder Beziehung. Abfahrt. So, nach dem Spiel treffen wir Kai Havertz dann ja noch. Aber erstmal muss der jetzt natürlich hier seinen Job machen. Wie lange kennst du ihn jetzt eigentlich schon? Ja, kennst du Kai schon? 4 Jahre, 4,5 Jahre so in dem Dreh, würde ich sagen. Vier Jahre, prima Daumen, 4 Jahre. Wo habt ihr euch kennengelernt? Erstmal über Instagram. Und dann habe ich ihn ja bisher, ich habe ihn bis jetzt nur einmal getroffen und das war 2018 oder 19, ich weiß gar nicht mehr. 2018 in Köln. Da hat er noch bei Leverkusen gespielt. Richtig, ja. Genau. Und dann schreibt ihr mal und quatscht mal zwischen. Du weißt ja, wie das ist. Wenn jeder sein Leben woanders hat, dann hat man mal Phasen, wo er mehr schreibt, mal weniger. Aber jetzt gerade in den letzten Monaten auch wieder intensiver. Cool. So, jetzt geht's in die Box. Ey, tell them that nobody safe. Gotta put food on the plates. Right now I'm taking the safe. Whoa. So, wir sind im Stall in der Box angekommen. Und Daniel ist noch dabei, ist der Manager von Kai Havertz, Daniel De Longa. Von Kai, Mann. Jetzt müssen wir ran hier. Komm schon mal, Tor, mein Junge! Anything for the bread. Angel looked dead. Trip shot to the head. Ain't believe in the kid. Never seen what I did. Ja. Komm schon, Kai! Wahrscheinlich Kai Havertz, ne? Also ich glaube schon, dass Kai schießt. Ja, Kai schießt. Oh, jetzt muss ich auch mal meine Kamera rauschecken. Den historischen Moment muss ich mal festhalten hier. Komm schon, Kai. Komm, mach ihn. Mach ihn. Ganz abgewichst unten rechts in die Ecke. Yes, I gotta go and be the dope man. Cannot be the broke man. Yes, I gotta go and be the dope man. I can't be the broke man. I can't be the broke man. Richtig und richtig. Auf Kai, Mann! Der war frei! Kann doch nicht wahr sein. Nicht die letzte Aktion im Spiel. Komm schnell auf, komm. Siehst doch nichts. Tell them that nobody's safe. Gotta put food on the plates. Right now I'm taking the safe. Whoa, wait. I just been doing the race. I just been catching the case. Zwei. Oh. Ja, kann man nichts machen, ne? Ja, ich glaube, das reicht. Wir gehen ja bald noch was essen. Aber es sieht zu gut aus. So. Sophia, wir müssen dich einmal kurz vorstellen im Video, weil man hatte ich noch gar nicht gesehen. Sophia ist Kais Freundin, ist gerade dazugekommen. Hallo. Ja, wir werden ja dann nächste Woche im Video noch ein bisschen mehr von dir auch sehen und hören. Ja, genau. Heute sind wir nur zum Fußball gucken hier. Und jetzt zum was essen. Dankeschön. Also ich muss mich... Hey. Hallo, na? Hallo. Stimmung ist bedrückt hier. Was soll ich dir sagen? Alles gut? Hätte ja fast gereicht. Aber. Ja, willst du machen? Das ist Fußball, ja. Ne? Es geht mal besser, alles klar. Wie geht's? Ja, gut. Schön, dich zu sehen, Mann. Ermann, als in der 80. oder so, da dieser eine Blonde, der frisch eingewechselt worden ist, wie hieß denn der nochmal? Gallagher. Da hast du noch so gewunken, da ist er über links aus, da standst du so frei, da hat er einfach nur quer machen müssen. Hat er einfach nicht gespielt. Was macht ihr jetzt? Was habt ihr jetzt noch in der Kabine gemacht nach dem Spiel? Ist dann sagen wir meistens immer nach dem Spiel redet der Trainer dann noch ein bisschen und sagt halt Kopf hoch und sowas. Weil jetzt gehen halt alle weg, weißt du, international, zu den
zu den Nationalmannschaften. Und es bringt es da jetzt negativ irgendwie reinzugehen, Kopf hoch und sowas gesagt. Und eigentlich ist es relativ schnell dann auch okay. Natürlich, jeder geht jetzt nach Hause und ist gefühlt sauer und so, aber das ist jetzt mal. Ich auch. Ja. Ich gehe auch nach Hause mit einem schlechten Bauch. Naja, egal ist es nicht, weil ne, so funktioniert es nicht im Sport, aber, nee, aber trotzdem. Ja. Ist halt kacke jetzt auch das Timing, weißt du? Hättest du jetzt noch ein Spiel Mittwoch wieder und so, dann könntest du wieder ein bisschen umdrehen. Aber man fragt sich am Ende, wo Jan hat es gelegen? Woran hat es gelegen? Ja, woran hat es gelegen, Digga? Das ist die Frage, die man sich stellt. Egal, scheiß drauf. Sieht ja viel größer aus, ne? Sieht viel größer aus. Das ist so von der Größe Medium, ne? Also ist nicht kein ganz großes Feld, ne? Barcelona ist krank. Boah. Das riecht aber gut. Ja. Hab ich dir schon mal erzählt. Ich habe ja ein paar Spiele so mit den Bayern-Legenden gemacht. Ne? Da haben wir Stadioneröffnung Ingolstadt, das neue Stadion, haben wir gespielt. Und dann irgendwann in der ersten Halbzeit gab es einen Elfmeter für uns. Und dann hat Paul Breitner mir den Ball gegeben und gesagt, so, du schießt den jetzt. Mhm. Torwart bei der anderen Mannschaft, Uwe Gospodarek, früher auch HSV und so. Ne? Habe ich das Ding gemacht, habe ihn an die Latte geschossen. Kannst du dir vorstellen, volles Stadion, ne? Was da im Stadion. So. Schlimm genug. Ende der zweiten Halbzeit gibt es wieder Elfmeter für uns. Und du solltest kommt Paul Breitner, gibt mir die Pille und sagt, so, und jetzt machst du ihn rein, sonst spielst du nie wieder mit uns. Ja. Dann habe ich genau gemacht, was du gerade gesagt hast. Ich habe ihn einfach in die Mitte reingebracht. Und hat geklappt. Und hat geklappt. Ja. Tja, war ein spannender Tag in London, oder Marcel? Ist mal ein bisschen rausgekommen, ne? Ja. Seine hätte ja eine Apple Watch gehabt, ne? Die wäre heute ausgeflippt, ne? So viel gegangen, oder was? Ja, wir haben heute gut Meter gemacht. Ja, das machen wir ja, lassen, absolut, ja. Absolut. Nein, aber war cool. Hat Spaß gemacht, auf jetzt. Ja, genau. Ja, 2-2. Naja. Fußball, ne? Müssen wir nochmal wiederkommen. Ja? Ja. Also, ja. Nice, dass ihr da seid. Ja. Auf jeden Fall. Vielen Dank. Ja. Danke erstmal fürs Zuschauen heute. Na, ihr wisst sowieso Bescheid, checkt das alles aus, auch bei Marcel. Und nächste Woche Samstag kommt ja dann schon das nächste Video. Ein Tag mit Kai. Richtig, ja. Also, das wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Also, danke fürs Zuschauen.